Bin ich zu doof oder was? So, auf geht's. Die Challenge ist 28 Minuten zu bieten, ohne zu sterben und ohne geblitzt zu werden. Okay, ich fahre nicht schneller als 20 drüber, aber 28 Minuten. Let's go. So, befinde mich immer noch am gleichen Tag wie die letzten Aufnahmen zum Versicherungstraining beispielsweise. Oh, ich muss mein Tuch hier richten. Immer noch der gleiche Tag. Ich habe heute nicht mal kacken können, so stressig ist der Tag. Aber gut, die letzten beiden, oder die Aktion, zu der ich jetzt fahre, ist mehr oder weniger freiwillig, genauso wie die Aktion davor. Das Gym. Fahr, please. Jungs, warum fahr der nicht? Du hast übrigens einen Ball hinten in der Scheibe. Lustig. Ja, moin, der fährt einfach rückwärts auf die Straße auf. Kann man mal machen. Man muss auch eigentlich nicht so viel sehen. Er fährt ohne Licht. Kann man auch mal machen. Gerade mit Roller. Ach ja. Bin wieder back on street. Schönes Wetter. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, weil es zieht sich gerade alles ein bisschen zusammen. Aber gut. Bei Dämmerung ist ja eigentlich immer ein bisschen bedeckt, sag ich mal. Ampel? Nein. Nein. Sehr gut. Fein. Feine Ampel. Moin. Und nein, ich fahre nicht an der Ampel so nah nach vorne und fahre dann los, bevor der erste losfährt, weil mache ich nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Punkt bringt, wenn. Also von den meisten ist es ja geduldet, von den meisten Polizisten. Aber wenn es mal nicht geduldet ist, einen schlechten Tag haben oder einfach ihre Tage haben. Was ja bei der Berufskategorie des Öfteren vorkommt, so wie es mir erscheint, dann habe ich vielleicht die Arschkarte. Und das möchte ich nicht. Bringt ja nichts, wenn ich mich an die Straßenverkehrsordnung halte und dann da nach vorne fahre. Aber ich glaube, eigentlich ist es kein Problem. Ich meine, was ist es? Was könnt ihr einem dafür in Anführungsstrichen reindrücken? Schlimmstenfalls. Rechts überholt? Ich weiß nicht, ob das schon einen Punkt bringt. Gibt es noch Sicherheitsabstand? Ja, ich weiß es nicht. Ja, moin, ey, fahr doch noch lange mit dem Kuh. Keine Ahnung, mit dem Audi. Mit einer Kuh! Das ist mein Kuh wahrscheinlich. Ja, auch Asi-Cap. Ja, moin. Blinken tut er auch nicht. Fährt hier langsam gemütlich durch die Gegend. Ja, das Wetter ist heute echt schön gewesen. Ich hatte echt Glück. Also heute viel Motorrad gefahren, gerade ein paar Sicherheitstraining auch gehabt. Und ist echt gut gewesen mit dem Wetter. Ich glaube 17 Grad maximal. Kannst du mir nicht vorstellen, aber es wurde so angesagt. Und kalt war es nicht. Die Sonne hat geschehen. Glaube ich mal ganz kurz zwischendurch genieselt, aber es war eigentlich, kann man nicht mal als Niesel bezeichnen. So lächerlich war das. Weiter ein feuchter Fuß von Gott. Ja. Und ich finde es auch lustig, wie die Leute bei Dämmerung ohne Licht fahren. Vor allem mit Roller und Ford Ka. Ja moin. Das finde ich ganz gut in Dänemark. Das ist Pflicht. Also ich glaube allgemein Skandinavien und so. Ich weiß nicht, ob es nur für Roller, Motorrad und Zweirad motorisiert sind. Aber bei denen ist es auf jeden Fall so, dass gerade zwei Räder, ja, alles klar, dass gerade zwei Räder das Licht 24/7 anhaben müssen. Finde ich auch eigentlich richtig so, weil, sonst wirst du nicht gesehen, bei den meisten Motorrädern ist es ja so, dass das Licht sowieso automatisch mit angeht. Ich sehe nur noch Fernlicht. Licht ist automatisch an, wie man hier ja sieht. Finde ich auch gut so, weil du wirst einfach wenig gesehen und man schätzt das sowieso schon ein, wie wenig man gesehen wird. Wenn man ein schlechtes Schätzt ein, wie wenig man gesehen wird. Und dann ist es besser, dass man wenigstens das noch hat. Und dann gerade bei Dämmerung, weißt du, finde ich das schon eigentlich eine gute Lösung. Und ich würde auch niemals auch bei Tag ohne Licht fahren wollen. Ja.
Klar, wenn mal die Lampe kaputt ist oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nö, ich fahre jetzt nicht zum Händler, um mir das neu machen zu lassen. Ich fahre mit dem Auto dahin. Das ist Quatsch, ne? Aber ja, sonst gerade Dämmerung und so, auf gar keinen Fall ohne Licht. Man würde einfach nicht gesehen, das ist halt einfach so. Man ist halt von vorne ein Strich in der Landschaft. Da kannst du bald sein, wie du willst. Wobei die ganz fetten Leute auf dem Roller, die können wieder auffallen. Aber so normalerweise ist da glaube ich nicht viel mit auffallen. Vor allem, wenn die Kollegen dann am Handy sind und telefonieren. Ist jetzt gerade vielleicht ein Zufall gewesen. Vielleicht sind auch öfter mal Leute am Handy. Vielleicht sind auch 60% der Auffahrunfälle im Problembereich von Handy. Vielleicht haben wir eine 60% höhere Unfallquote oder 60% der Unfälle sind wegen einem Handy zu vermerken. Vielleicht ist es Zufall. Vielleicht sind die Leute auch einfach nur blöd. Man weiß es nicht. Ich höre noch ein bisschen Musik dabei. Eigentlich relativ entspannt hier. Kann man Gang hochschalten, da brauche ich nicht so viel. Oh, jetzt habe ich gleich 600, naja, nicht mal 600, 400 Umdrehungen weniger. Problem fixed. Jetzt können wir gleich in ein kleines Tunnelstückchen. Vielleicht kann ich vorher abbremsen. Ich muss mal gucken, was da für die Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ich bin da vorhin mit einer gewissen Geschwindigkeit durchgefahren, wo ich mir nicht sicher bin, ob die noch im grünen Bereich war. Wo sollte ich sein? Ich glaube, hier ist gleich 60. Dann war es auf jeden Fall noch im gelben Bereich. Oh ne, 45,8. Spaß. Ja, auch 60. Dann geht's ja noch. Was wird denn das jetzt so voll hier? Also wir haben Samstagabend, eigentlich sollte hier nicht so viel los sein. Egal, ich fahre ja im Motorrad, ne? So, hinter mir ist nichts, das ist ganz gut. Dann können wir ein bisschen abbremsen. Vielleicht mal einen Gang schalten, vielleicht noch einen Gang schalten, vielleicht noch einen Gang schalten. Macht das doch Spaß. Da kommt einer, den lassen wir rein, wenn der hier rein muss. Audi A4. Hat er mich im letzten Moment gehört. Gesehen hat er mich 100%ig, nicht, es sei denn, er hat Schulterblech gemacht. Ansonsten war ich im perfekten toten Winkel. Ja klar, hinter mir fährt er mir auch minimal nah auf. Also mit seinen Blümchen, das ist auf jeden Fall mega der krasse Typ vor mir, hinter mir. Ich weiß, ich fahre dem vor mir auch viel zu nah auf, kann ich auch nicht bremsen, aber ich kann wenigstens ausweichen. Der hinter mir, der fährt mich einfach nur tot. Ja gut, ist ja nicht so richtig mein Leben, ne? Solange seine A-Klasse gut gepanzert ist, mit ein paar Blümchen drauf, ist ja alles wunderbar, sag ich mal. So, jetzt fahren wir gleich ein kurzes Stück auf der Autobahn. Leider nicht in das Unbegrenzte. Ja, vorhin gelernt, wie man sich in Kurven legt. Ja, ich fahre viel zu weit in, also überholen könnte er mich jetzt nicht, ohne mich zu töten. Aber ich bin nicht mehr auf meinem Fahrstreifen gewesen. Sorry, Mate. Oh, da will mich ein Tiguan anracen. Ja! Er kommt nicht vorbei. Alter, was ist er dann am Dampfen? Ja, moin. Hat man das gesehen? Alter, da ist was ganz schief gelaufen. So, Blitzer. Seid bereit für ein Foto? Ich nicht. Kleiner Wichser. Ja, der hat ausgelöst. Was ist das denn? Egal, selbst wenn hier 100 war, 120, nein, hier ist 120, will der Tiguan wieder aufholen. Ah, langsam flasht er sich an. Ah, lassen wir ihn mal. Oh, ne, oder? Er will nicht. Er traut sich nicht so recht, habe ich das Gefühl. Ja? Jedenfalls werden wir jetzt ganz links noch überholt. Ah, da kommt er. Ja, moin. Solange du mich nicht überholst, darf ich noch weiterfahren. Also, auf Wiedersehen. Euro. Okay. Da wird jemand denkt, ich will ihn verarschen. Will ich auch. Und jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Muss er auch, weil ich muss ja jetzt links rüber, weil langsam fahre und so. Oh, da will mich noch einer überholen. Ja moin, wie schnell fährt er denn? Der fährt 160, okay. Mein Navi spricht gerade mit mir, aber ich verstehe leider kein Wort. Was ist hier los? Oh nein, nicht Unfall, oder? Nee. Achso, bei 120 Unfall. Egal, was da passiert, das ist alles nicht doof. Ich fahre auch schon wieder viel zu sozial. Ich bin auch Motorradfahrer. Das fahre ich nur so. Diese Pfeile, ne? Man denkt, man muss gleich eine 90-Grad-Kurve fahren. Okay, bin ich richtig? Ich glaube, ich bin noch vor Rot.
oder muss ich über Rot fahren? Ich hab's auch geschafft, ja moin. An dieser Baustelle passiert auch nichts. Ich bin ja vor einem Monat vorbeigefahren, aber sah das hier genauso aus. Was ist denn das? Hauptsache alles sperren, damit man morgens schön Stress hat, ey. Besten Dank. Was ist mit dir los? Warum bremst du? Warum bremst du? Es geht bergab und er bremst. Achso, ja, ist ja verständlich. Naja. Wie dem auch sei. 30, ja moin, ey. Ah, ich weiß, wo ich bin. Wir sind gleich da. Hier ist so eine richtige AIDS-Kurve. Ist einfach so. Wenn ihr hier hinter stehen würdet, ist dann halt am Arsch. Rechts vor links. Cookie, cookie. Schon zwei Kollegen, die wegen rechts vor links einen Unfall gebaut haben. Also in meinem Alter, ne? Die haben den Führerschein nicht länger als 2 Jahre gehabt. Okay, vielleicht ein bisschen länger. Ich bin schon zu alt, ey, heftig. Ich habe meinen Führerschein schon 3 Jahre. Fast. Leider keine 4, sonst wäre ich aus der verlängerten Probezeit drauf. Schade. Kanada. Der Hund macht schon Krawall. So, Zeit ist gestoppt. Mal sehen, wie lange wir gebraucht haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute. Ich bin zu blöd, den Schlüssel rauszukriegen, Kanal. Ich bin echt zu dumm. Hallo? Mich natzen. Bisschen, oder? Sag mal, der hat sich so verkeilt. Ich hoffe, mich sieht keiner. Weil die sind noch nicht da. Sag mal, irgendwann ist das peinlich. So, fertig. Auf Wiedersehen.